Im Nachhinein kann man ja sagen, dass es von besonderer Raffinesse und von besonderem dramaturgischen Geschick zeugt, erst einmal eher schwächer anzufangen und die eigenen Fans in Sorgen warten zu lassen und dann umso stärker nach der Weihnachtspause zuzulegen und ein in ganz Deutschland mit großer Erregung beobachtetes Crescendo hinzulegen. Und ist ja bekannt, auch das will ich nicht vertiefen, dass es Fußballfans unterschiedlicher Couleur gibt, aber eines darf ich Ihnen ganz indiskret sagen, auch Andersgläubige und Andersfarbige haben in den letzten Wochen zumindest hinter vorgehaltener Hand immer wieder gesagt, dass die Bayern einen unglaublich wunderbaren Fußball spielen und solche Komplimente müssen ganz anders sein als sich das Richtige einstellt. Zur Resonanz in der Münchner Bevölkerung und zur unüberschaubaren Größe der Fans. Ich habe, wie gesagt, jetzt schon 9 Meisterfeiern mitgemacht, aber derart viele 10.000 Menschen am Streckenrand hat es wohl noch nie gegeben. Und der Marienplatz war buchstäblich, Sie haben es ja vom Balkon aus gesehen, rappelvoll, nicht nur bis zum alten Peter, sondern sogar bis zur Heiligen Geistkirche, wo man fast gar nichts mehr sieht, und bis zum Spöckmeier, unserer Fußgängerzone. Also eine solche Zahl habe ich noch nicht erlebt. Und die Polizei, die es ja wissen muss, spricht von 100.000 Fans, die an der Strecke oder am Marienplatz fahren. Zu einer solchen Fangemeinde kann man nur gratulieren. Wir feiern ja ein gemeinsames Jubiläum heute. Es ist in Ihrer Ägide das 10. Mal. Und das 9. Mal sind Sie anwesend. Dafür darf ich mich im Namen des FC Bayern bedanken. Ich habe vor 2 Jahren ja durchaus kritische Worte an Ihre Adresse artikuliert. Aber ich denke, dass wir diese Dinge in der Zwischenzeit ganz gut verarbeitet haben und unser Verhältnis wieder auf ein gutes Niveau gebracht haben. Spätestens seitdem Sie ja unserem Präsidenten Uli Hoeneß mit dem goldenen Ehrenring der Stadt München geehrt haben, ist hier in der Richtung alles Not. Ich glaube, Bayern München und die Stadt München sind untrennbare Schicksale. Wir sind, glaube ich, sehr glücklich, dass wir hier in München unsere Heimat haben. Und ich denke auch, die Stadt München ist sehr glücklich, den FC Bayern als Werbeträger und auch als großen Steuerzahler in dieser wunderschönen Stadt zu haben. Ich möchte mich sehr herzlich auch für diesen Pokal bedanken. Wir sind ja, wie Sie wissen, wir haben einen Trainer, der als Feierwies bekannt ist und wir nehmen natürlich jeden Cup mit. Ich möchte allerdings auch nicht mit leeren Händen kommen. Ich finde, es ist eine wunderbare Geschichte, dass die Stadt München sich für die Winterolympiade 2018 Ich finde das eine wunderbare Geschichte, weil ich ja als junger Mensch miterleben durfte, was die Sommerolympiade 1972 dieser Stadt gebracht hat. Und ich möchte Ihnen nicht nur alles Gute, viel Erfolg im nächsten Jahr wünschen, wenn ja dann die höfliche fallen und hoffentlich dann auch die Stadt München hier den Zuschlag erhält, sondern ich möchte auch im Namen des FC Bayern Ihnen unsere Zusammenarbeit anbieten. Ich glaube, das, was den FC Bayern gerade im Moment sehr auszeichnet, ist diese große, starke, harmonische und loyale Familie, die die Mannschaft, der Trainer, der ganze Club und damit auch die Fans darstellen. Und was mir etwas in der Winterolympiade missfällt, ist, dass es ja auch durchaus die ein oder andere kritische Stimme gibt, die allerdings so hat man den Eindruck, zumindest als Außenstehender politisches Interesse eher hat als innerliche
Kritik dort. Und Sie wissen ja, wir haben hier jetzt auf dem Rathausbalkon gestanden und dort ist ja auch ein großes Plakat ausgeholt worden. Dort stand: Wir sind mir und wir sind Meister. Aber ich möchte auch heute auch sagen: Wir sind auch Olympia. Und ich möchte der Stadt München, wann immer es sinnvoll ist, wann immer es gewünscht ist, die Zusammenarbeit, die Hilfe vom FC Bayern anbieten. Und ich darf mich am Ende auch bei Ihnen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, bedanken, dass Sie uns nach Madrid zum Champions League-Finale begleiten. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Sie waren ja ein positives Maskottchen 2001 in Mailand. Sie mit uns gemeinsam damals schon gegen Valencia diesen Pokal geholt haben. Ich wünsche uns in den nächsten 2 Wochen viel Glück, weil ohne dieses Glück wird man am Ende des Tages vielleicht nicht dieses historische Ereignis, das wir in diesem Jahr anstreben, möglich machen. Aber ich darf mich auch bedanken bei der Stadt München und ich glaube, der ganze FC Bayern ist sehr glücklich, mit dieser Stadt in dieser heutigen Zeit auch wieder ein gutes und harmonisches und loyales Ereignis. Vielen Dank.